Um 20.54 Uhr brach es aus Carsten Müller heraus. Große Emotionen nach seinem wohl vorerst letzten Drittligaspiel als Interimstrainer. Müller und Aue senden ein Lebenszeichen aus dem Keller. Zu Beginn Radikalrotation beim FC Erzgebirge im Vergleich zur desaströsen Vorstellung gegen Duisburg. 7 neue in der Startformation. Die Anfangsphase gehörte dem BVB. Bueno gegen Danhoff setzt sich gut durch. Djinma mit der ersten Gelegenheit. Klevin pariert. Er vertrat den verletzten Männel. Einst spielte er bei Rot-Weiß Erfurt unter BVB-Coach Christian Preußer. Aue arbeitete sich in die Partie. 18. Minute, Ballgewinn Nazarov gegen Pohlmann. Das ist Besong. Paul-Philipp Besong mit der ersten Gelegenheit für den FC Erzgebirge. Sein dritter Startelf-Einsatz. Einmal hat er bislang getroffen. 22 Jahre jung, aber er geht voran mit Einsatz und Körperlichkeit. Dortmund nach zuletzt 2 Niederlagen ebenfalls abstiegsgefährdet. Die 19. Minute. Gürpüz schickt den pfeilschnellen Djinma. Gute Gelegenheit für die Leihgabe von Werder Bremen. Er hat in dieser Saison sein Bundesliga-Debüt gegeben gegen RB Leipzig. Immer wenn Djinma Tempo in die Tiefe aufnehmen durfte, hatten Kansa und Burger Probleme. Aue dennoch mit einer ganz anderen Körpersprache als gegen Duisburg. Der weite Ball von Taffazofa, gut festgemacht von Besong und Thiel. 33. Minute, Nazarov mit dabei. Dima Nazarov. Zu Saisonbeginn Kapitän, zuletzt 2-mal nur Reservist. Insbesondere von ihm muss nach der Winterpause mehr kommen. Seine Leistung gestern stark, kämpferisch in der Defensive, immer gefährlich im Angriff. Und auch 5 Minuten später war er schon wieder beteiligt. Nazarov mit viel Platz im Zentrum. Lässt Özkan aussteigen und sieht Taffazofa. Der hat den Kopf oben für Thiel, da ist Besong. Paul-Philipp Besong, ausgebildet in der Jugend des BVB, wird hier in letzter Sekunde entscheidend gestört von Dams. Kurz vor der Pause nochmal Aue. 42. Minute wieder Nazarov. Sein weiter Ball auf Rosenlöcher. Der setzt sich stark durch und Nazarov rückt nach. Da ist wieder Dima Nazarov. Letztlich kein Problem für Lotka. 0:0 zur Pause. Carsten Müller, sein Nachfolger, wird derzeit gesucht in Aue. Unter anderem soll Jens Hertel Thema sein. Wieder Anpfiff, zweite Hälfte. Taffazofa mit dem weiten Ball ins Aus. Einwurf für Elongo Yombo. Auf Özkan. Der spielt den katastrophalen Ball in die Füße von Nazarov. Der sieht Knežević. Dann kommt Šikora, die Führung für Aue. 20 Sekunden nach Wiederanpfiff. Team und Fans drehen durch. Carsten Müller nicht. Entscheidend für diesen Treffer der Fehler von Özkan. Ohne Bedrängnis in die Füße von Nazarov. Der macht alles richtig, ebenso wie Knežević und Šikora. Der erzielt sein zweites Saisontor. So wichtig für den FC Erzgebirge. Entsprechend gut die Atmosphäre im Gästeblock. Die mitgereisten Fans hofften auf den ersten Sieg seit einem Monat. 60. Minute, Freistoß Pohlmann. Aue mit Problemen, den Ball wegzubekommen. Gürpüz macht ihn noch mal scharf und dann der Zweikampf von Finzon gegen Taffazofa. Finzon schleicht sich weg. Aue fordert gelb. Finzon war schon vorbelastet. Taffazofa mit schmerzverzerrtem Gesicht. Schiedsrichter Asad Nuhum
zeigte keine gelbe Karte. Glück für Finzon. Nach diesem Tritt an die Brust hätte er sich über einen Platzverweis nicht beklagen dürfen. 3 Minuten später. Burger duckt sich plötzlich weg. Njinma geht dazwischen. Klevin schon geschlagen. Die Latte rettet für Aue. Schlimmes Missverständnis in der Hintermannschaft der Gäste. Burger bekommt wohl von irgendwoher ein Signal, duckt sich deshalb weg. Klevin aber noch nicht weit genug draußen. Brandgefährliche Aktion. Von Aue in Durchgang 2 offensiv nur noch wenig zu sehen. Dann mal der Ballgewinn von Tafazofa wieder gegen Özkan. Nazarov, sein Abschluss zu lasch. Ansonsten fast nur Dortmund in Durchgang 2, 80. Minute. Der BVB wollte die dritte Niederlage in Serie um jeden Preis verhindern. Pohlmann auf Gürpüs. Der 19-Jährige in seiner ersten Drittligasaison, getroffen hat er noch nie. Wieder nur 3 Minuten später, Eckball Dortmund. Klevin mit zu kurzer Faustabwehr und dann wurde diskutiert. Nazarov gegen Dams. Schiedsrichter Nuhum sagt, kein Elfmeter, Riesenglück für Aue. Nazarov trifft nur den Gegner, nicht den Ball. Rein in die Nachspielzeit. Dams mit dem weiten Ball. Tatamusch auf Bornemann. Da ist wieder Gürpüs und Klevin mit einer Parade der Extraklasse. Aue in der Dauerdefensive wollte den Sieg nur noch irgendwie über die Zeit bringen. Klevin herausragend, kurz darauf schon wieder gefordert. Nur 1 Minute später, Pohlmann auf Tatamusch. Und Franz Pfanne erneut Klevin. Pfanne, gebürtiger Bautzener, Kapitän der Dortmunder U23, lässt die Mega-Möglichkeit liegen. Es war eine Nervenkitzel-Nachspielzeit für den FC Erzgebirge. 90 plus 6 und nochmal der BVB. Tatamusch. Nicht vom Ball zu trennen, hat den Kopf oben, da ist Dams und wieder Klevin. Der Männelersatz überragend hielt den Sieg fest. Philipp Klevin, Matchwinner des gestrigen Abends. Im Pokal geht's jetzt nach Bautzen. In der Liga beendet Aue ein völlig verkorkstes Jahr mit einem Erfolgserlebnis und hofft auf Besserung in 2023.